Show ist zurück, meine Damen und Herren. Danke sehr. Vielen Dank. Ja, die Heute-Show ist wieder da und in dieser Woche stellt sich wirklich mal die Frage, wo leben wir eigentlich? Ist das hier eigentlich noch ein Rechtsstaat? Nein, sagt Horst Seehofer. Deutschland ächzt unter einer, Zitat Seehofer, Herrschaft des Unrechts. Ja, natürlich. Wir sind wie Nordkorea, regiert von Kim Jong-Merkel. Da gibt's doch gar keine Frage. Ja, Riesentheater jetzt wegen dieses Satzes. Seehofer wird heftig kritisiert und verteidigt sich. Er ist absichtlich falsch verstanden worden. Und Sie glauben nicht, wer da schon wieder Schuld hat. Die Medien! Wissen Sie, ich bin ja gerade beim ZDF. Das werden Sie aber nicht senden. Dürfen wir senden? Sie dürfen senden. Ja, machen wir aber nicht. Warum auch? Junge, Junge. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich mache mir langsam echt Sorgen um den Horst. Was ist denn los mit dem Mann? Was ist denn da los? Ich meine, immer, wenn das so weitergeht, wird sich seine eigene CSU bald fragen, welches Heim für Opa? Ist ja klar. Ja. Gut, jetzt müssen wir fair sein. Er sagt, er hat ja nur von der Herrschaft des Unrechts gesprochen und nicht von einem Unrechtsstaat. Was völlig anderes. Ja. Meine Arschloch ist ja auch was völlig anderes als Loch des Arsches, zum Beispiel. Ja. Der Horst wird oft missverstanden, meint auch Volker Bouffier. Der Horst ist der Auffassung, das wäre ganz missinterpretiert worden. Was vielleicht der eine oder andere nicht versteht und auch nicht glaubt, auch innerhalb der CSU gilt der Horst als Weichei. Horst ist ein Weichei, sagt Volker Bouffier, der Mann, der sich jeden Morgen rostige Nägel ins Müsli rührt, meine Damen und Herren. Ja, die GroKo ist also weiter eisern mit sich selber beschäftigt in der Flüchtlingskrise, aber dafür gibt es jetzt zumindest erste kleine Fortschritte bei der Integration. Denn diese Woche, das wissen Sie, diese Woche war ja geradezu ideal, um das Wesen der deutschen Leitkultur in ihrem Kern zu erfassen. Darum sollen Flüchtlinge in Köln mit den Grundlagen der fünften Jahreszeit vertraut gemacht werden. Der Crashkurs Karneval für Anfänger in einem Caritas-Zentrum soll Asylbewerbern genau das vermitteln. Schunkeln inklusive. Sie müssen wissen, wie es geht, weil sonst erschrecken sie sich und denken, wir sind verrückt. Ja, und zwar zu Recht. Karnevalskurse, da zwingt man die zum Schunkeln. Die Leute sind doch schon traumatisiert, das sieht man doch. Ehrlich, gäbe es nicht Wichtigeres zu vermitteln? Echte deutsche Werte wie Weltoffenheit zum Beispiel. Exemplarisch vorgelebt, gerade erst beim Karnevalszug im thüringischen Wasungen. Da gab es nämlich einen Balkan-Express mit der Aufschrift Die Plage kommt plus lustige Jecken im Heuschreckenkostüm. Ja und? Ist es etwa schon fremdenfeindlich, Flüchtlinge mit Insekten zu vergleichen? Mann! Sehen Sie die Flüchtlinge jetzt als Plage, die da kommt beim Balkan? Nein, das ist, nein, Gottes Willen, nein. Das ist jetzt ein bisschen in den Mund geredet, wollte ich sagen. Das ist Ihre Interpretation. Richtig. Das ist unsere Interpretation. Übrigens auch die einzig mögliche Interpretation. Ey, Wasunger! Mach doch nächstes Jahr mal was Unverfängliches mit Flüchtlingen. Sowas wie, was weiß ich, eine schöne Polonaise, Balkanese oder sowas. Ne? Komm, genug gemeckert. Dafür gibt es enorme Fortschritte beim Asylpaket 2. Sie wissen, da hat sich die GroKo jetzt das dritte Mal drauf geeinigt, dass das kommen soll. Gab noch eine kurze Irritation, weil das SPD-Familienministerium wohl gar nicht gelesen hatte, was drinsteht. Sind die da eventuell so ein bisschen überfordert? Was ich Ihnen vielleicht ganz generell sagen kann, ist, dass die Veränderungen im Text dem BMS auf wie heißt mein Ministerium, dem Familienministerium aufgefallen ist. Toll! Hier ist was aufgefallen. Ja. Inzwischen haben sich die Minister angeblich geeinigt. Ja, alles wirklich extrem vertrauenerweckende Signale in der größten Krise der letzten 20 Jahre. Egal, jetzt kommt es ja, das Asylpaket 2. Sogar im Kino, habe ich gehört. Von den Stümpern, die schon das Asylpaket 1 verbockt haben, kommt jetzt, also demnächst, beziehungsweise wahrscheinlich gar nicht, Asylpaket 2. Und
das ist eine super Sache. Nee, ist es nicht. Ihr habt den Quatsch doch nicht mal gelesen. Was steht denn drin? Vergiss es, kommt eh nicht. Asylpaket 2. Sogar der Innenminister rät allen Kinogängern. Kommt gar nicht erst. Asylpaket 2. Weniger Action geht wirklich nicht. Bald nie im Kino. Super Paket! Asylpaket 2. Auch noch ein Film ohne Til Schweiger. Wenn das kein Argument ist. Ja, da in dem Pakettext steht drin, dass ab jetzt bei unbegleiteten syrischen Kindern eine Einzelfallprüfung stattfinden muss. Dann entscheidet also ein deutscher Beamter, braucht das Kind überhaupt Eltern oder kommt es alleine klar? Ja, ist so. Die ganze Flüchtlingsdebatte wird immer durchgeknallter. Ich sag's Ihnen hier, die beliebte ZDF-Sendung, ZDF History, die haben sie jetzt schon umbenannt in ZDF Hysterie. ZDF Hysterie mit Serdar Somuncu. Ich dreh durch. Sag mal, was ist hier eigentlich los? Neulich wurde noch jeder einzelne Flüchtling mit Blumen beworfen und abgeknutscht. Und heute finden es alle völlig in Ordnung, wenn syrische Kinder ihre Eltern nicht nachholen dürfen. Das Freilichtmuseum Hessenpark kriegt tonnenweise Hassmails, weil Flüchtlinge da freien Eintritt haben. Boah! Die Schweine dürfen sich umsonst alte Fachwerkhäuser angucken. Denen schieben sie's vorn und hinten rein. Statt mal über das eigentliche Problem zu reden, Integration. Wie verhindern wir, dass sich schon wieder gefährliche Parallelgesellschaften bilden? Archaische Macho-Kulturen, in denen es völlig okay ist, Frauen zwischen die Beine zu packen. Hat man doch diese Woche wieder gesehen. Das ist ekelhaft. Diesen Leuten müssen wir ganz klar sagen, hier in Deutschland gibt es Regeln. Christliche Werte und besucht gefälligst Sprachkurse. Dann hat er vor dem Spiegel gestanden, sich abgetrocknet, guckt an die Schule und sagt, ja, wenn du vor 30 Jahren nicht gestorben wärst, hättest du mal Jackenputzer. Hä? Das war kein Deutsch. Diese Hessen wollen sich doch gar nicht integrieren. Ich sage, sofort abschieben. Stattdessen zwingen wir Flüchtlinge auch noch den würdelosen Karnevalsirrsinn mitzumachen. Die meisten sind Muslime. Die dürfen gar keinen Alkohol trinken. Hat schon mal jemand versucht, Karneval nüchtern zu ertragen? Ich schon. Katastrophe. Da hatte ich ja mehr Spaß bei meiner Beschneidung. Das war kein Witz, ihr Arschlöcher. Werner Somuncu, meine Damen und Herren. Ja, ich habe mir den Namen von jedem aufgeschrieben, der beim Hallamarsch mitgeklatscht hat, meine Damen und Herren. So, wegen des Zugunglücks in Bayern sind diese Woche völlig zu Recht alle Veranstaltungen, fast alle Veranstaltungen des politischen Aschermittwochs abgesagt worden. Leider nicht die der AfD in Sachsen-Anhalt. Ja, die haben stumpf ihren Stiefel durchgezogen mit allem Zip und Zap, mit Karnevalstusch und sogar mit einem extra eingekauften Komiker, einem Büttenredner namens, Bernd Höcke. Ja, und da muss ich natürlich zu unserem Bundesjustizminister Heiko Maas kommen. Ja. Ja, Entschuldigung. Haben wir nichts dran gemacht? Ja, man spürt, die Band wusste einfach nicht, wo da der Gag sein soll. Ne? Ich auch nicht. Komm, na, er ist noch neu in der Komikerbranche. Ich gebe ihm noch eine Chance. Die AfD, die hat kein Potenzial von 10%. Die AfD hat kein Potenzial von 15%. Die AfD hat mittelfristig ein Potenzial von 30%. Und die AfD hat das Potenzial, die neue Kanzlerpartei zu werden. Okay, der Gag war gut. Das muss ich ihm lassen.
Dreimal Tusch. Zu Recht. Ja. Er glaubt, er wird Kanzler. Ne? Geil, wie er immer so laut wird. Ne? Ich traue der AfD sogar ein Potenzial von 33 bis 45 zu. Also Prozent, meine ich jetzt. Ne? Ja, denen muss man leider alles zutrauen, seit Frauke Petri und Beatrix von Storch letzte Woche die erfrischende Idee hatten, auf Flüchtlinge zu schießen an der Grenze. Also schießen zu lassen. Ja, na, rudern jetzt natürlich wieder zurück, die beiden. Vor allem Prinzessin von Storch. Alles nicht so gemeint, von den Medien verdreht, bla 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 bla. Eine entgeisterte Nachfrage, ob auch gegen Kinder und Frauen, beantwortete sie mit ja. Heute dann, gegen Kinder solle die Waffe nicht eingesetzt werden, gegen Frauen aber schon, denn Frauen seien ja verständig. Frauen sind verständig, also das erlebe ich aber anders. Naja. Naja. Beatrix von Storch behauptet ernsthaft, so im Spiegel zitiert, sie behauptet, als sie das Wort ja getippt hat, sei sie, Zitat, von der Maus abgerutscht. Ja. Wirklich? Was sagt man dazu? Das ist wirklich. Nein, es war eine ganz blöde Geschichte. Und für mich klang das im Grunde auch total glaubhaft. Das fing ja so an zu Hause bei den von Storchs. Beim Frühstück ist der Toast so weit aus dem Toaster gesprungen, dass er die Kaffeetasse umgestoßen hat. Der heiße Kaffee hat die Katze getroffen. Und von dem Gejaule ist dann von Storchs Großvater wach geworden. Herr Hitler! Und dabei hat er vor Schreck leider sein Gebiss auf die Hand von Beatrix von Storch gespuckt. Und die hat dann aus Versehen ja getippt. Ich glaub das. Ne? Ja, komm. Komm, das ist uns doch allen schon passiert. Ne? Trotzdem stehen Petri und Storch jetzt tierisch unter Druck. Ja. Sogar in der eigenen Partei klingen manche Parteifreunde, manche Kollegen, wenn man genau hinhört, wenn man auf die Zwischentöne achtet, nicht mehr so richtig loyal. In der Alternative für Deutschland gibt es niemand, der auf Menschen, auf Männer, auf Frauen und schon gar nicht auf Kinder an der Grenze schießen will. Aber die zwei gehören schon noch zu Ihrer Partei. Sie gehören auch zu unserer Partei. Wie gesagt, noch. So. Die Alternative für Deutschland, die AfD nach dem Schießbefehl. Ich frage mal unseren Heute-Show-Parteien-Experten Dr. Matthias Matschke. Dr. Matschke, wie sehr hat der AfD das Ganze denn jetzt geschadet bei den eher bürgerlichen Wählern? Geschadet? Sind Sie bescheuert? Die AfD-Zahlen sind seitdem nach oben gegangen. Die liegen bei 12%, weil sie frische, waffenbasierte Ideen in die Debatte bringen. Die AfD wähle ich, wenn ich meine Eltern schocken will. Die sind Rock'n'Roll, eine Badass-Motherfucker-Partei. Waffenbasierte Motherfucker? Natürlich! Und ich sage, da müssen die jetzt nachlegen. Nicht, sorry, ich bin auf der Tastatur ausgerutscht. Nein, gebt den AfD-Fans, was die AfD-Fans wollen. Steht dazu, hängt Plakate auf wie Katzenbabys wegballern. Jetzt AfD. Wer schießt denn bitte auf Katzenbabys? Da waren ja keine deutschen Katzen, waren Perserkatzen. Entschuldigung. Und genau das lieben die Deutschen. Glauben Sie nicht? Hier. 29% der Deutschen unterstützen die Auffassung der AfD-Politikerin Frauke Petri, Flüchtlinge notfalls mit Waffengewalt an der Grenze zu stoppen. Ha! 29%! Das ist eine Zahl. Da weiß ein SPD-Politiker nicht mal mehr, wie man die schreibt. Finden das auch. Dr. Matschke, das ist ja alles nur noch schrecklich. Ach Quatsch, die Petri und die Storch, die sind da aus Versehen auf eine PR-Goldader gestoßen. Da muss man jetzt auf jeden Fall weiter buddeln. Hier, ab heute im AfD-Fanshop Call of Petri. Ein neuer Ego-Shooter für AfD-Wähler. Da kann man selber die deutsche Grenze sichern. Allerdings muss ich höllisch aufpassen, weil ich darf natürlich nur auf erwachsene Flüchtlinge schießen. So, den auch noch und, oh, Vorsicht, ein Kind, das gibt Minuspunkte. So.
Warte mal, das ist eine Frau, die ist zwar relativ klein, aber erwachsen und damit verständig. Okay, tschüss! So, zwischendurch kommen auch mal andere Sachen. Ah, Döner abknallen gibt Bonuspunkte. So, ja. Was kommt denn da? Bäh! Oh nein, jetzt habe ich den Storch abgeschossen. Mm. Der steht bei der AfD unter Artenschutz. Natürlich. Tja, Welke, das ist die Zukunft. Ja? Komplexe Probleme lösen mit Waffen. Ich sage Ihnen, wenn das nächste Mal der blöde DAX abstürzt, dann knallen wir einfach alle Börsianer ab. Karnevalszug abgesagt, erschießt den Wettermann. Heute schon nicht lustig? Ist angekommen. Dr. Matthias Matschke, vielen Dank. Heute Show Parteienexperte. So, Freunde. Jetzt wird's ernst. Deutschland in heller Panik. Die Schweine wollen unser Bargeld abschaffen. Ja, also, man weiß jetzt nicht, wer genau das will, wann und ob überhaupt. Aber es ist eine Riesensauerei. Die Volksseele kocht, die Bild-Zeitung trommelt, denn der Deutsche liebt sein Bargeld. Ne? Eine Welt ohne Bargeld wäre irgendwie ärmer. Ne? Was dann alles nicht mehr möglich wäre. Ja, zum Beispiel Münz sammeln. Das wäre ohne Bargeld ja auch überhaupt nicht mehr möglich. Ja, genau. Dann gäbe es ja gar keine Münzsammlung mehr. Das wäre ja furchtbar. Man muss sich da jetzt wirklich mal ohne Witz praktisch reindenken. Eine Welt ohne Bargeld, wie soll das denn funktionieren? Da muss ich dann, was weiß ich, dem Bettler in der Fußgängerzone die 50 Cent am Ende mit Bluetooth überweisen. Ne? Und in der Table Dance Bar, da weiß ich gar nicht, wie das gehen soll. Ehrlich jetzt, oder? Ist doch scheiße. Ist doch scheiße. Ich meine, klar. Wenn das mal kommen sollte mit dem Wecken Bargeld, ne, also alle Kohle nur noch virtuell, dann hätte man natürlich endgültig den gläsernen Bürger und die Sache mit den Negativzinsen, die dann wahrscheinlich auch an normale Kontoinhaber weitergeleitet werden. Aber bis jetzt wird ja nur über eine Bargeldobergrenze von 5.000 Euro diskutiert, sonst nichts. Und überhaupt, haben wir nicht ganz andere Sorgen? Haben Sie Angst um Ihr Geld? Nee, ich habe ja keins. So. Und da hat er einen guten Punkt. Ja. Ja. Das ist genau der Punkt. Denn damit, meine Damen und Herren, sind wir ja beim eigentlichen Problem. Alle regen sich auf über die Bargeldgeschichte. Viel spannender ist, wie das Geld neuerdings verteilt ist in Deutschland. Neue Zahlen, und zwar nicht von irgendwelchen linken Spinnern, sondern von der Bundesregierung. Neue Zahlen sagen, dass die Ungleichheit in Deutschland noch mal größer geworden ist. Die ärmeren 50% unserer Bevölkerung besitzen nur noch 1% des Nettovermögens. 1998 waren das noch über 3%. Das heißt, wir haben tatsächlich irgendwie das Kunststück fertiggebracht, dass die Armen im Aufschwung noch ärmer geworden sind. Ja, damit ist die soziale Marktwirtschaft nach Ludwig Erhard für mich ganz offiziell die asoziale Marktwirtschaft, meine Damen und Herren. Ja, das wäre mal ein guter Grund, auf Merkel wütend zu sein, nicht die Flüchtlingspolitik. Interessiert aber keine Sau das Thema. Als das jetzt im Bundestag diskutiert wurde, ich sag mal, waren durchaus noch ein paar Plätze frei. Von der Arbeiterpartei SPD war genau eine da. Die hatte sich wahrscheinlich im Raum geirrt. Ja, dabei ist das saugefährlich für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Berechtigte Abstiegsängste helfen immer den Populisten. Die AfD lässt grüßen. Zumal die Schere wahrscheinlich noch viel weiter auseinander geht, denn jetzt kommt's, wirklich reiche Haushalte mit über 18.000 Euro Monatseinkommen, die werden gar nicht miterfasst. Warum eigentlich nicht? Ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Ich glaube auch, dass Reichtum weltweit noch nicht ganz so erforscht ist wie Armut. Ja, die Armen haben es gut. Die werden ständig erforscht. Ne? Um die armen Reichen kümmert sich keiner. Nur wir haben nämlich unsere Heute-Show Reichtumsforscherin Birte Schneider nach Saint-Tropez geschickt. In eines der letzten Rückzugsgebiete für Deutsche mit abgeschlossener Vermögensbildung. Birte, was wissen wir überhaupt über unsere Superreichen? Tja, Oliver, da stellen wir uns mal ganz dumm, so wie der Sprecher von Andrea Nahles. Ihr Ministerium hat die neuen Zahlen erhoben und trotzdem bleiben für ihn viele Fragen offen. Was ist eigentlich Reichtum? Wie wirkt sich das aus? Wie reproduziert sich Reichtum? Tja, wie reproduziert sich Reichtum? Wie vermehren sich die kleinen Geldscheine? Also, wenn Papa 500er und Mama 500er sich ganz doll lieb haben, kleiner Scherz. Ja, warum werden die Reichen bei uns immer reicher? Da gibt's jetzt zwei Theorien.
entweder, weil die Bundesregierung in den letzten Jahren die Vermögenssteuer abgeschafft und die Unternehmenssteuer sowie den Spitzensteuersatz gesenkt hat, bei der Erbschaftssteuer die Erben großer Firmenvermögen praktisch ungeschoren lässt und den Arbeitgeberanteil der Krankenkasse einfriert, wenn sie gleichzeitig für den Pöbel das Rentenniveau senkt und Leih- und Zeitarbeit ausbaut. Oder die Reichen arbeiten einfach mehr und haben es verdient. Ich weiß es auch nicht. Ja, ist echt schwer zu sagen. Absolut, Oliver. Wir wissen einfach zu wenig über die Reichen. Das sind scheue, bescheidene Wesen, die ungern über sich und ihr Vermögen reden. Ich freue mich deshalb umso mehr, dass wir heute einen hier haben. Es ist der Textilunternehmer Robert Geis. Schönen guten Abend. Hallöchen, Popöchen. Doch nee. Was ist das denn hier? ZDF? Verstehe, ey. Zombie-Alarm, ey. Da muss ich ein bisschen lauter sprechen. Hallo da draußen an Ihren Volksempfänger. Können Sie mich hören? So, komm, wie war die Frage, Black Mamba? Ich muss noch runter zum Kokoma Beach. Der Blutzuckerspiegel sinkt wieder für mich. Wie heißt es? Der Robert hat Hunger. Ja, Herr Geis, meine Frage lautet, die Spaltung der Gesellschaft, die wir momentan erleben, gefährdet die nicht irgendwie ja, auf eine komm, bestimmte... Frau, ich weiß, was du fragen willst. Das werde ich öfters gefragt. Erstmal möchte ich sagen, alles, was ich bin, wie heißt es, verdanke ich mir selber. Ja, da bin ich mir auch selber sehr dankbar. Was die Doofen da draußen alle nicht kapieren wollen. Arbeiten gehen ist der letzte Scheiß. Genau, Herr Geis. Und da ist tatsächlich was dran. Einkünfte aus Arbeit werden mit bis zu 45% versteuert. Kapitalerträge nur mit 25. Warum eigentlich? Ja, das ist also. Deswegen sag ich den Armen ja auch immer, Leute, ihr müsst euch Kapital anschaffen. Frag ich jedes Mal den Bimbo, der für 6,50 Euro die Stunde der Hüpfburg von meiner Tochter Shania mit dem Mund aufbläst, warum machst du das? Bist du behindert oder was? Leg dir doch endlich mal Vermögen zu, du Honk. Wenn ich du wäre, wäre ich doch lieber ich. Ich könnte die Hose machen. Ne? Ja, wie soll er sich denn Vermögen anschaffen als Mindestlöhner? Ja, was weiß denn ich? Bin ich Jesus oder was? Mein Name ist Geis, nicht Google. Von nix kommt nix. Mach's halt wie ich. Vertick eine Klamottenfirma und dann kriegst du eine Sendung bei RTL2. So schwer ist es doch ja nicht. Leute, was ist denn los? Herr Welke, ich würde mich dann doch gerne wieder aus der Reichenforschung zurückziehen. Mir ist schlecht. Hör mal, Leckerchen. Du wirst doch eigentlich auch nicht arbeiten. Ich meine... So kacke siehst du doch eigentlich ja nicht aus. Robert! Scheiße, die Alte hat mich gesehen, ey. Jetzt kann ich dir schon wieder Schuhe kaufen. Übrigens, der wichtigste Tipp, wenn du reich bleiben willst, nie heiraten. Der war gut, ey. Carmen, versteck dich, der Müllabfuhr kommt. Tschüss. Zurück nach Köln. Birte Schneider, vielen Dank. Nach Saint-Tropez. Birte Schneider. Mit der besseren Hälfte der Geißen. So, seit gestern finden in München die Syrien-Gespräche statt. Da wird über Feuerpausen geredet, während russische Bomber die Stadt Aleppo zerlegen für ihren Kumpel Assad. Weil klar, der Westen hat gar keine Strategie, aber ich frage mich trotzdem, welcher deutsche Politiker wäre so derartig schmerzfrei, ausgerechnet jetzt den Putin zu besuchen? Achtung, Pointe in 3, 2, 1. Horst Seehofer. Ja, das war schon der Gag, meine Damen und Herren. Horst Seehofer hat Moskau einen Freundschaftsbesuch abgestattet. Hier sehen wir, wie die bayerische Air Force One auf dem Roten Platz landet. Mit an Bord Seehofers großer Mentor und Rhetoriktrainer Edmund Stoiber. Und hier hatte ich das Gefühl, Putin fühlt sich sexuell belästigt, meine Damen und Herren. Ja, gut. Das muss man den Bayern wirklich lassen. Ja. Stoiber wollte da unbedingt hin, Dutzkumpel von Putin. Und das muss man den Bayern wirklich lassen. Sie verstehen was von Timing. Ich meine, ausgerechnet jetzt den Mann zu besuchen, der für die nächste große Flüchtlingswelle sorgt, verantwortlich ist. Ich meine, der Putin, der lacht sich doch tot. Verursacht noch mehr Chaos in der EU und wird trotzdem von bayerischen Fanboys regelrecht vollgeschleimt. Ich fand das gestern auch von Putin recht nobel, dass er sagt, ich mische mich euch in eure Flüchtlingspolitik mit ein. Ja. Ja.
doch so. Total nobel vom Putin. Ich meine, der hätte jedes Recht, sich hier bei uns einzumischen. Der ist der Zar von Russland. Hallo, natürlich könnte der sich einmischen. Also, man muss es ja vielleicht so sehen. Seehofer bleibt wenigstens im Dialog mit Putin. Die feine Frau Merkel, die telefoniert höchstens einmal die Woche mit dem Onkel Hotte, fliegt selber hin und bringt auch noch tolle Urlaubsdias mit. Hier, erst waren die beiden Buddies zusammen im Lenin-Mausoleum. Anschließend sind sie ausgeritten. Und dann haben sie natürlich noch den letzten sibirischen Tiger erwürgt. Ja, ja, so Männersachen halt. Ne? Was man so macht, wenn man nur 2 Tage in Russland ist. Ja, Bayern ist neuerdings total beliebt in Russland. Im Gegensatz zu Deutschland. Die BRD wird im russischen Fernsehen, in den russischen Medien dargestellt, im Grunde wie so eine Mischung aus Transsilvanien und Mordor. Ne? Unglaublich, was da für ein finsteres Bild von uns verbreitet wird. Wir schalten mal kurz live nach Moskau zu unserem Korrespondenten Christian Ehring. Christian, haben Sie eine Theorie? Was soll denn die ganze Propaganda von denen? Propaganda? Herr Welke, die russischen Kollegen, die versuchen hier was, das kennen Sie gar nicht mehr. Objektive Berichterstattung. Ja? Nicht wie bei Ihrem komischen ZDF, dem zensierten deutschen Verbrecherfunk. Ja. Mein ZDF, das ist wohl auch Ihr ZDF. Nicht mehr. Ich gucke hier rund um die Uhr russisches Fernsehen. Und das hat mir die Augen geöffnet. Ich wusste ja gar nicht, wie schlimm es da ist in Ihrem kaputten Deutschland. Brutale Gewalt auf der Straße, überforderte Polizei und Politik. Es ist ein verstörendes Bild, das der russische Sender Svesda von Deutschland zeichnet. Albtraum! Das waren Bilder vom Bio-Wochenmarkt in Bad Münstereifel. Ja? Und das war einer von den friedlicheren Tagen. Aber da darf der Staatsfunk ja nicht drüber berichten. Nein, wenn die Merkel pfeift, dann machen Sie doch sofort die Beine breit, wie so eine gewissenlose, kleine Ansagernutte. Bitte? Okay, kleine nehme ich zurück. So. Hören Sie mal, Erik, als wenn die russischen Medien besser wären. Die behaupten tagelang, in Berlin sei eine Russlanddeutsche von Flüchtlingen vergewaltigt worden, obwohl das gar nicht stimmt, nachweislich. Und selbst wenn die Wahrheit dann rauskommt, dann heißt es bei denen stumpf. Nur die russischen Medien berichten also die Wahrheit? Nur ob Wahrheit oder nicht, ich glaube die Geschichte. Ja, lustig. Ach, das ist jetzt wieder so deutsch. Man darf nur wahre Geschichten glauben. Ist klar. Ganz ehrlich, ich schäme mich für mein Land. Früher waren wir Deutsche in Russland beliebt. Also nicht ganz früher, aber so mittelfrüher. Mhm. Ja? Zum Glück haben Seehofer und Stoiber so ein bisschen das Eis gebrochen. Wahrscheinlich würde ich sonst auf der Straße angespuckt als Deutscher, wenn die beiden sich nicht so selbstlos vorgearbeitet hätten in Putins Rektum. Ich bin schon soweit, ganz ehrlich. Ich gebe mich hier inzwischen als Bayer aus. Ja, was soll ich denn machen? Oh, Mist, Polizei. Ja, servus, Kruzi Türken. Mokst a Brezen. Ihr habt ja wirklich a guten Schweinsbraten hier in der Moskau. Juhu! Juhu! Das war knapp. Traurig, Erik. Ich konnte es noch nicht ändern. Christian Ehring, meine Damen und Herren, vielen Dank. Sagen, ich habe ja schon viele schlechte Schuhplattler gesehen, aber das. So, jetzt aber Schluss mit Lästern. Feiern wir lieber mal die neue bayerisch-russische Freundschaft. Der Genosse Seehofer, der Generalsekretär des ZK der CSU, erlebe hoch, hoch, hoch. Jubeln die Münchner da eigentlich mit? Lutz van der Horst fragt für uns nach. Seehofer, es ist leid, im Unrechtsstaat Deutschland zu leben, aber ist ja kein Problem. Er hat die Weichen ja schon gestellt. Wir schenken Bayern den Russen. Ich sehe gerade, Sie haben die falsche Kopfbedeckung auf. Ich? Warum? Ach so, und jetzt muss ich den Putin spielen, ja? Dann ja, wenn Sie das können, können Sie den Putin spielen? Alle mal stramm stehen, jawohl. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Also ich als praktizierender Christ, mir kommen da zu viel Moslem in das Land rein. Ja, ja. Ich bin ein echter Bayer, ich bin ein Lederhosenbayer zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ja? Und wenn ein Moslem eine Lederhose anzieht? Dann mag ich es auch nicht, weil also, das passt einfach nicht. Also was? Ich sehe gerade, Sie haben noch gar kein Fähnchen. Für was, David? Ja, wegen der bayerisch-russischen Freundschaft.
Die haben wir, glaube ich, nicht. Die haben sie nicht. Bayerisch-Russisch nicht. Nein, danke. Ja, aber der Russe kommt bald. Ja, das glaube ich. Ja. Aber nicht in Freundschaft. Seehofer hat ja gerade die Schnauze voll von Merkel. Ne? Aber jetzt mal im Ernst, eine Frau und dann aus dem Osten, war ja klar, dass es nichts werden kann, oder? Was soll ich jetzt eigentlich da noch dazu sagen? Oder? Einfach zustimmen. Ja, ich habe da irgendwie so das Gefühl, wenn das Schiff untergeht, ist die Frau sowieso weg. Ja. Oder? Ja, gut, wenn sie gerade eine Kreuzfahrt macht, ja. Aber wie ist das gemeint? Jetzt war das jetzt symbolisch oder was? Ich verstehe das nicht. Oder von welchem Schiff reden Sie? Was für ein Desaster, was für ein Schiff? Ich komme überhaupt nicht mehr mit. Aber was für ein Schiff denn? Welche Kreuzfahrt? Nein, ich sage, wenn das Ganze alles untergeht. Ja, was denn? Welches Schiff? Ein Schiff oder was? Schiff geht. Ja, aber was für ein Schiff? Was ist zum Beispiel nicht? Ich verstehe es mit dem Schiff nicht. Was für ein Schiff Sie meinen? Da komme ich nicht mit. Sie reden ja in Bildern und haben von einem Schiff geredet. Jetzt muss ich ja wissen, meinen Sie wirklich ein Schiff und ein Kreuzfahrt? Was meinen Sie? Schiff hin, Schiff her, was geht unter? Wo ist die Merkel? Was können die Bayern von Putin lernen, von Hochdeutsch mal abgesehen? Also mir von ihm mit Sicherheit nichts. Nix? Na, nee. Aber er von uns. Ehrlich? Ja, die Menschlichkeit, der ist doch kein Mensch. Oh. Noch dürfen Sie sagen, noch. Schärft mir wahrscheinlich. Das gibt's doch nicht. Er war doch letzte Woche noch in Edeka. So schnell geht das. Und wir singen jetzt zusammen die neue bayerische Hymne. 1, 2, 3. München, München, wirf die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Ha, 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 ha. Hey! Ich bin kein Münchner. Lutz van der Horst, meine Damen und Herren. Und das war die heute Show. Jetzt unbedingt dranbleiben für unsere neue ZDF-Miniserie Familie Braun. Viel Spaß dabei. Spaß schreibt man in dem Fall mit SS. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.